Willkommen zu unserer neuen Videoreihe, mit der wir euch die schönsten Touren auf zwei Rädern vorstellen möchten. Von Kurzausflügen bis hin zu ausgedehnten Tagestouren. Wir zeigen euch die schönsten Aussichten, die spannendsten Streckenabschnitte und die interessantesten Sehenswürdigkeiten. Am Ende fassen wir die Tour für euch zusammen, bewerten sie nach bestimmten Kriterien und geben euch die nötigen Informationen, damit ihr die Route nachfahren könnt. In unserem ersten Video geht es auf eine anspruchsvolle Tagestour von Ilmenau startend in Richtung Bad Blankenburg, von wo aus wir durchs Schwarzertal bis zur zweitgrößten Staumauer Deutschlands und der Talsperre Leibeslichte fahren. Wir umrunden diese und fahren dann über zwei Bergetappen durch Katzhütte und Großbreitenbach wieder zurück. Die Länge der Tour beträgt über 100 Kilometer. Sie richtet sich wegen der vielen Höhenmeter, der steilen Anstiege und der unbefestigten Wege an konditionell starke Radfahrende. Los geht es in der Universitätsstadt Ilmenau. Erst dem wunderbar ausgebauten Ilmtalradweg und dann dem Ilm-Rennsteigradweg folgend fahren wir bis Gehren. Hier durchqueren wir den Schlosspark und radeln an den Ruinen des ehemaligen Renaissance-Schloss Gehren vorbei. Jetzt geht es ab ins Grüne und wir können richtig durchatmen. Wir fahren über sonnige Felder, vorbei an kleinen Teichen und durch kühlende Wälder. Die 3,5 Kilometer nach Königssee rasen sich auf herrlich glatter Fahrbahn innerhalb weniger Minuten. In einem Dorf mit dem wenig malerisch klingenden Namen Rottenbach legen wir einen Stopp ein, um den kleinen Bahnhofsladen zu besuchen, der eine große Auswahl an Lebensmitteln und Geschenken bereithält. Im dazugehörigen Café werden Getränke, Kuchen und warmes Essen serviert. Sogar vegane Alternativen stehen zur Auswahl. Sehr praktisch für Reisende? Hier befinden sich auch Schließfächer und Elektroladestationen für E-Bikes. Mit Blick auf die imposante Anlage der Burg Greifenstein erreichen wir bald Bad Blankenburg. Hier entwickelte der Thüringer Pädagoge Friedrich Fröbel das Konzept und den Begriff des Kindergartens, der seither Eingang in viele Sprachen gefunden hat. Nun erreichen wir das grüne und wildromantische Schwarzertal. Ein 53 Kilometer langes Kerbtal, das zu den ältesten Naturschutzgebieten Thüringens zählt. Der feine Schotteruntergrund des Weges lässt sich wunderbar befahren. Zwischen den ehemaligen Schieferbrüchen und dem sprudelnden Gewässer hat sich eine außerordentlich variable Tier- und Pflanzenwelt angesiedelt. Hier finden sich eine große Vielfalt an Schmetterlingen, Feuersalamandern und Fledermäusen. Seltene Spezies wie das Bachneunauge und der Eisvogel fühlen sich hier wohl. Auf den Hängen wachsen geschützte wilde Orchideen und Nelken. Nur der Verkehrslärm der stark befahrenen Straße auf der anderen Seite der Schwarza trübt das idyllische Bild ein wenig. Zahlreiche Rastplätze laden überall entlang des Tals zum Entspannen und Verweilen ein. Eindrucksvoll über dem Tal der Schwarza erhebt sich die aus dem Mittelalter stammende Befestigungsanlage und das barocke Schloss Schwarzburg, der Stammsitz des gleichnamigen Adelsgeschlechts. Hier unterzeichnete Reichspräsident Friedrich Ebert im Jahr 1919 die Weimarer Verfassung. Das Zeughaus beinhaltet eine der größten fürstlichen Waffensammlungen Europas. Als die gigantische Staumauer der Talsperre Leibeslichte vor uns auftaucht, sind wir schwer beeindruckt. Leibeslichte ist mit 102 Metern die zweithöchste Talsperre Deutschlands und dient der Trinkwasserversorgung Thüringens. Wir wussten, dass der Wanderweg auf die Mauerkrone schon zu Fuß schweißtreibend ist. Versuchen wollen wir es trotzdem. Willkommen an der Talsperre Leibeslichte, der zweitgrößten Talsperre Deutschlands. Wir sind jetzt ungefähr 50 Kilometer gefahren und jetzt gilt es, dort hochzufahren. Es wird bestimmt heftig. Ja, also keine Ahnung, mit was für Anstiegen wir es zu tun haben werden, aber wahrscheinlich schon so um die 20%. Mal sehen, ob wir es überhaupt packen. Wenn nicht, müssen wir ein bisschen schieben, aber ist ja auch nicht schlimm. Oben gibt es einen Weg um den See herum, 20 Kilometer lang ungefähr. Den werden wir heute wahrscheinlich nicht komplett fahren, aber die Möglichkeit bestände. Und ja, wir schauen mal, wie es oben ist. Ich war zwar schon mal oben, aber ich bin noch nie so wirklich weiter gefahren, gelaufen. Ich dachte gerade, du sagst, oben gibt es einen Eisladen. Schön wär's. Aber es ist schon beeindruckend, diese Staumauer.
Ja, wirklich. Also man fährt hier um die Ecke, auf einmal steht da so eine Mauer hinter den Häusern. Das und du weißt, schön. Dahinter steht das Wasser. Dann ab nach oben mit uns. Ab nach oben, yeah. Kommt sie sogar um die Kurve, das ist ja Wahnsinn. Sehr gut. Jetzt kommt das schlimmste Stück gleich. Oh Gott. Scheiße. Alter Schwede! Das war easy. Wir sind oben auf der Staumauer. Wir haben es geschafft. Aus eigener Kraft. Komplett aus eigener Kraft. Wir sind da diesen Weg wirklich ohne Eimer schieben zu müssen hochgefahren. So, und hier sieht man auch, wie tief das Ganze ist. Ja, schon ziemlich hoch. Und auf der anderen Seite. Es ist nicht ganz so hoch. Wer hätte es gedacht. Ja, jetzt fahren wir einmal um diese Seite herum. Bis ans Ende vom See. Und dann geht es wieder bergauf. Naja, haben wir doch gut gemacht. Also einige Strecken waren mit unseren Fahrrädern einfach nicht zu schaffen. Ja. Schieben war auch anstrengend genug. Mit einem Mountainbike wäre es vielleicht gegangen, aber wenn dann schon das Vorderrad hochkommt, dann ist es einfach zu steil. Auf dem Rundweg um das Gewässer lässt es sich auf den ersten Kilometern dank asphaltierter Fahrbahn sehr gut radeln. Nach einiger Zeit endet der Asphalt leider und weicht einem losen, teils schwierig zu befahrenden Untergrund. Der Stausee scheint mit jeder Kurve größer zu werden. Steigungen und Gefälle wechseln sich hier stetig ab. Ein abwechslungsreicher Weg, aber durchaus anspruchsvoll. Die traumhafte Aussicht von der kleinen Holzhütte auf dem Schneidefelsen versprüht alpines Flair. Von hier erscheint das geflutete Tal schon wie ein echter Bergsee. So, wir sind jetzt einmal halb um die Talsperre rum, hier hoch und runter. Und jetzt haben wir als Belohnung ganz hier hoch, 5 Kilometer, 5,9%, interessante Angabe. Ja, fahren jetzt nach Desbach. Wir haben unseren ersten heftigen Aufstieg für heute geschafft. Der zweite steht noch bevor, natürlich. Fahren jetzt runter nach Oberweißbach und dann geht es weiter bis Katzhütte. Vor einem ganz steilen Anstieg sind wir aber zurückgeschreckt. Ja, wir sind jetzt gerade durch Desbach durchgefahren und ohne es zu wissen, hat uns Komoot über die steilste Dorfstraße Deutschlands führen wollen. Es war schon ziemlich beeindruckend, das Bild. Ja, also wirklich, keine Ahnung, wie viel Prozent das jetzt waren, aber wahrscheinlich schon um die 20 oder so. Auf einmal, das sah einfach aus wie eine Wand und ich dachte, na komm, ja hoch, aber immer weiter hoch. Nach 70 Kilometern und schon jetzt über 900 Höhenmetern hat man dann auch keine Lust da, jetzt noch hoch zu kraxeln. Nee,
Also sind wir einen kleinen Weg drumherum gefahren, der auch offiziell jetzt ausgeschildert war für Radfahrende. Das mutet wahrscheinlich nicht mal Thüringen Radfahrern zu, da diese Straße hochzufahren. Aber wir werden es bestimmt irgendwann nochmal machen. In bitteren Zustand. Vielleicht, wenn man nicht so viel gefahren ist vorher, aber wenn man da direkt mal hinfährt und das macht, dann wäre das ja eine schöne Herausforderung auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, jetzt geht's erstmal runter. Helm auf. Und weiter geht's. Nach den Anstrengungen der Bergetappen können wir uns nun darüber freuen, uns mal rollen zu lassen. Wir durchqueren das Tal der Weißen Schwarza, das als eines der schönsten Täler im Thüringer Wald gilt. Zurzeit sieht es hier dank umfangreicher Baumfällungsarbeiten aber wenig idyllisch aus. Die Fällungen sind Teil eines groß angelegten Projektes zum Erhalt der ursprünglichen Lebensräume des Tals. In der schattigen Ortschaft Katzhütte befinden wir uns nun wieder auf niedrigen 420 Höhenmetern. Von hier aus besteht die Möglichkeit, mit der Schwarzatalbahn zurück nach Rottenbach zu fahren. Bei uns wird es mal wieder Zeit für eine Pause. So, wir machen jetzt die letzte Pause vor unserem letzten wirklich heftigen Anstieg. Ja, das ist jetzt der letzte. Glaube ich dir. Der allerletzte. Wir sind jetzt extra von Katzhütte hier hochgefahren, weil wir dachten, dass die Amstelhütte dort hinten vielleicht offen hat und für uns Essen anbieten könnte, aber... Dampfende Getränke, aber... Frisch gebackenen Kuchen, aber nichts da. Und wie man sieht, nein, haben sie nicht, die Hütte ist zu. Und wir müssen jetzt diesen Weg da gleich hochfahren. Sieht jetzt wieder auf dem Video natürlich nicht so steil aus, wie er in Wirklichkeit ist. 81 Kilometer haben wir gemacht. Über 1000 Höhenmeter, jetzt kommen noch mal 200, 300 Höhenmeter dazu und dann dürfen wir uns runterrollen lassen, die restliche Strecke. Ja, anstrengend. Ja, wirklich. Also, wir merken es schon jetzt beide, dass uns einige Höhenmeter und Kilometer in den Beinen liegen. Ja. Und in der Lunge. Und zum Glück hatte Anne in Rottenbach noch in den niedlichen Bahnhofladen Kuchen gekauft. Der hat jetzt uns bestimmt noch mal eine Menge Energie gegeben, sodass wir jetzt diese tolle Schotterstraße da hochfahren können. Wir haben jetzt unser ganzes Essen aufgegessen, also... Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Müssen wir nach Hause. Auf zur letzten Bergetappe. Mal sehen. Du glaubst dir selber nicht. Ne? In Großbreitenbach geht es leider noch mal runter und wieder ein Stück hoch. Das ist halt einfach so. Aber gut, das schaffen wir auch noch. Und dann haben wir uns ein schönes Abendessen verdient. Ja. Unsere Oberschenkel machen trotz der steilen Waldwege immer noch erstaunlich gut mit. Wir erreichen Großbreitenbach und freuen uns auf den folgenden Radweg. Die um 1880 erbaute Bahnstrecke von Großbreitenbach nach Ilmenau ist zu großen Teilen als Bahntrassenradweg ausgebaut. Auf dem Abschnitt zurück nach Gehren können wir uns bei einem seichten Gefälle von 3-5% entspannt herunterrollen lassen. Nach über 100 Kilometern und 1600 überwundenen Höhenmetern sind wir gut erschöpft und überglücklich. Das war sicherlich eine der anstrengendsten Touren, die wir bisher zusammen gemeistert haben. Aber das freundliche Wetter, die herrliche Natur und das gute Konditionstraining zusammen bilden eine wunderbare und anspruchsvolle Tagestour. Wie versprochen, wollen wir die Tour nun für euch bewerten. In der Kategorie Landschaft vergeben wir 4,5 von 5 Zelten. Die Strecke ist landschaftlich sehr abwechslungsreich. Man fährt durch herrliche Wälder und häufig am Wasser entlang. Das Naturschutzgebiet Schwarzatal ist ein echtes Naturwunder. Und die Talsperre Leibeslichte mit dem Stausee ein Highlight, das sich lohnt. In puncto Kultur vergeben wir 2,5 von 5 Zelten. Auf der Strecke befinden sich mehrere Burganlagen mit spannender Geschichte, sowie verschiedene Museen. In vielen der größeren Ortschaften besteht die Möglichkeit, in einem Café oder Restaurant einzukehren. Die Kategorie Ausdauer erhält von uns ganze 5 von 5 Zelten. Die lange Strecke in Verbindung mit den zahlreichen Höhenmetern, die es zu überwinden gilt, verlangt nach einer gut ausgeprägten Ausdauer auf dem Rad. Für den Punkt Technik vergeben wir 3 von 5 Zelten.
Zum Teil sind steile Anstiege auf schwierigem Untergrund wie Waldboden oder Schotter zu erradeln. Andere Teile der Strecke sind sehr leicht zu befahren. Mit unseren Tourenrädern sind wir größtenteils zurechtgekommen. Ein Gravel- oder Mountainbike wäre sicherlich die beste Wahl für diese Tour. Wenn ihr Lust bekommen habt, die Strecke auch einmal zu fahren, dann findet ihr unten in der Beschreibung den Link zu den Tourdaten als GPX-Datei. Unseren Startpunkt, den Bahnhof Ilmenau, erreicht man mit dem Zug von Erfurt in etwa einer Stunde. Das Fahrrad darf kostenfrei mitgenommen werden. Als Alternative zu unserer gewählten Variante kann man die Radtour auch sehr gut vom Bahnhof Rottenbach starten und als Rundkurs fahren. Damit würde man auf 88 Kilometer und 1500 Höhenmeter kommen. Alles in allem können wir die Tour sehr empfehlen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachfahren und beim Radeln allgemein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.